Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer-Map-Holster-Challenge am Sonntag mit dem Marschierer. Hallo Marschierer. Hallo. So, kleiner Programmhinweis in eigener Sache, liebe Leute. Heute läuft das FSL-Finale. Das heißt, wenn ihr jetzt reinschaut, müsste es eigentlich schon losgegangen sein. Gerne auf den Twitch-Kanal von giantsoftware.de vorbeigucken. Da werde ich auch unter normalen Umständen mit dem Ansgar heute moderieren. Ja? Nur, dass ihr wisst. Also, wenn ihr das Video geguckt habt, gerne mal vorbeischauen. Würde mich freuen. So, wir haben in der Freitagsfolge, den Fan 1050 gekauft, der steht hier, hier vorne. Haben den New Holland abgegeben und haben uns etwas Stärkeres gekauft. Jetzt ist natürlich die Frage, Marschierer, sollten wir jetzt auch Anbauteile und so weiter auch jetzt mal tauschen oder sollen wir die lassen? Ich würde die erstmal lassen. Beziehungsweise andere Frage, sollen wir die nächste Runde Gras, ne? Willst du die ohne Presse machen? Weil dann könnte man sich einen Ladewagen kaufen und könnte schon mal 100.000 Liter Gras einlagern. Weil die brauchen wir ja zum Gewinnen. You know? Ja, können wir machen, ja. Und dann könnte man theoretisch die... Ich weiß nicht, wie viele Liter da rumkommen, keine Ahnung, ne? Aber wenn wir theoretisch 200.000 Liter bekommen würden, dann könnte ich 100.000 Liter in die Heutrocknung reinwerfen. Weil dann müsste man nicht extra einen Schwader kaufen und einen Wender und so ein Zeug. Ja, für die Heutrocknung brauchst du Hackschnitzel. Ja, haben wir ja. Ist ja kein Problem. Du willst aber nicht nochmal neu machen. Nein, du. Ich weiß nicht, ob man da Stroh auch reinwerfen kann. Oh, da bin ich überfragt. Ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal testen. Aber dann machen wir nächste Runde erstmal ohne Presse hinten dran. Weil dann... haben wir auch Gras und Heu, weißt du, dann haben wir die Geschichte schon mal gemacht. Weil Heu hast du ja flott auch gewendet. Also. Ja, das stimmt. Schauen wir mal, ja, gucken wir mal, sonst machen wir mal eine Runde Gras und eine Runde Heu dann und Silage, ganz ehrlich, für was brauchen wir nicht jetzt erstmal? Neue Woche, neues Glück, ich bin's, hallo! Haben wir heute nicht Sonntag? Ja, macht nichts. Jede Folge komme ich vorbei, sag einfach hallo zurück. Ja, moin! Moin, moin, ne? Moin, geht's moin. Euch gut? Ja, supi, und selber? Ja, auch, alles gut. Ja. Schön, Schlepper, wie viel lässt das sich fahren? Boah, wir haben ihn jetzt mal noch nicht aufgemacht, aber so 70 wird er schon kommen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte den glatt auch verkaufen können, ne? Ich hätte einen guten Preis gegeben. Freundschaftspreis natürlich. Ja, schade, nächstes Mal, ne? Ich hätte hier noch zum Essen eingeladen. Das wäre super. Aber so bin ich eigentlich. Wir kaufen demnach eh wieder was gleich bald, deswegen. Keine Panik. Ja, lass es mich wissen, komme ich kurz vom Händler vorbei, gratuliere natürlich mit Shampoos. Ja, schön, freue mich. So bin ich. Ja. Shampoos Kaviar, ne? Muss ja sein. Ja, das stimmt. Ja. So, ich rufe mal weiter. Ja, ihr Lieben. Tschüss. Gut, tschüssi. Tschüss. Irgendwas stimmt mit Ronny. Er ist zumindest gut drauf. Das stimmt. Ich bin da wieder da. Vielleicht nicht, aber das Mikrofon für die Zuschauer ist noch anders eingestellt. Aber moin, Meister. Was geht jetzt? Hallo. Moin, moin. Hallöchen. Ist hier eine inoffizielle Besprechung? Da will ich doch glatt dabei sein. Ja, klar. Ah. Ich weiß ja nicht, was ihr da gesprochen habt, aber wir wollten mal bei den Nachbarn kurz was abklären. Ach so, ja gut. Dann gehe ich wieder, nein. Moment. Ihr wolltet uns anbrüllen. Was? Oh, da will ich auch dabei sein. Okay, los, geht's. Jetzt mal. Ja, ich muss halt einfach mal Marc anbrüllen. Warum? Ganz ehrlich. Was ist schiefgegangen? Der stand im Weg. Was? Nachdem es mit Hupen nicht geklappt hat, so, musste ich einfach reingehen in den Channel und erstmal anbrüllen. Also ich bin hier raus, weil hier ist jetzt bestimmt inoffizielle Tinder-Treffen. Nee. Macht's gut, Kinder. Moment. Tschüss. 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 Was, okay. Kinder? Nee, nicht die Kinder, Frage ist, Kinder. Warum kennt das? Kinder. Ach so, ah. Wir sind in die ersten Meter mit dem neuen Gefährt. Gut. Oh, das klingt aber nicht doch, so. Doch, so begeistert der Herr, hör mal. Es fährt, was soll ich dir sagen? Ist das der Standard-Fan oder hat er wenigstens ein paar Zusatzfunktionen? Nee, wir haben ja kein Standard drauf. Also wir haben ja keinen Zusatz drauf, weißt du? Ja, weil keiner sich sowas Großes angedacht hat. Habe ich mir ja auch nicht gedacht, ne? Ja. Aber nachdem du deine Million nicht losgeworden bist, hast du gesagt, jetzt reicht's mir. Ich habe ja Box und Uwe ein Angebot gemacht für ihren Hof. Wollten sie nicht haben. So. Also, wir haben das gerade nochmal überprüft und Marc und Paul haben selbst gesagt, also wir sind viel mehr wert.
viel. Ja. Moment! Euer Hof ist mehr wert. Euer Hof ist mehr wert. Mal bei der richtigen Aussage bleiben. Ich wollte gerade sagen, das haben wir gesagt. Euer Hof sagen, ist mehr wert. Unser Hof ist übrigens, also unser Hofgrundstück hätten wir für 1 Million verkauft. Ja, aber wo hättet ihr dann weitergemacht? Wir haben doch genug Felder. Hätten wir auf dem Feld unser ganzes Equipment abgestellt. Jetzt sei doch mal nicht so. So weit sind wir schon für Geld, okay. Moment, aber zum Hofgrundstück gehört auch das Lager dazu, ne? Natürlich. Das war ja, ja, das war ja die Idee dahinter. Nein. Das Lager steht auf einer anderen Wiese. Die gehört schon nicht mehr zum Hof. Ach so. Ja, Alter, mein Hof hätte ich für eine 1 Million weggegeben. Der wäre nur 300.000 wert. Ach so. Wow. Solche Sachen musst du machen mit uns. 700.000 Gewinn gemacht. Das Lager steht auf einer anderen Wiese. Alles gut. Ja, weißt du, woran du bist, ne? Naja. Gut, wenn das so ist, dann gehe ich mit gemischten Gefühlen wieder hier raus. Ja, ne? Tschüss. Gemacht, mal. Was? Toll. Da kommt der Chef wieder. Mhm. Hallo. 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 Die wollten sich da irgendwie anschreien, da bin ich wieder weggegangen. Ja, ist besser, so. Ne? Also, da, ich hab auch gerade gesagt, da mische ich mich lieber nicht ein. Ja, ich habe auch gesagt, kauft euch Nappy Wheel und gebt euch die Hand und gut ist. Hat natürlich wieder keiner gehört. Nein, oder? Natürlich, ich weiß nicht, ignorant, wie sie alle sind, naja. Ich hätte mal so eine Frage, Werner. Ja. Hatten wir das mit den Pellets eigentlich auch mit in die Siegesdinger gedünst reingeschrieben? Habe ich mich heute auch schon zweimal gefragt. Ich habe es nicht getraut anzusprechen. Ich hoffe mal nicht. Weil, wenn man sich so ein 1050 kauft, ist das eigentlich nur logisch, ne? Ja, wir hätten auch ein V8 dafür nehmen können. Ja, es ist eigentlich egal. Ja, aber sonst. 1050 zieht ja auch einiges weg, ne? Ja, das. Ne, der eigentliche Grund war ja, wir haben ja hier zwei Dritem-Anhänger hinten dran. Ich weiß, das ist vorne die Steigung, ne? Und die hat da einfach nicht geschafft, in die Holland. Also schon, aber mit 2,7 km/h. Das ist halt nichts. Ja. Nee. Und das sind halt 500 PS besser als 300. Definitiv. Weil, wenn das mit den Pellets wirklich mit drin sein sollte, also ich hab. Glaube, also wir haben vor, uns noch einen etwas stärkeren Traktor zu kaufen. Ja. Der dann auch so eine Pellets besser locker wegzieht. Also wir hatten mal auf alle Fälle drüber gesprochen, zumal ja auch die Halle beim Maschinenring schon steht, ne? Also ich glaube, oder nur, schon, ist das nur eine Option? Ich glaube schon, dass das zu tragen kommt, tatsächlich. Und wenn nicht, müssen wir nochmal fragen. Ja, sonst wäre es ja auch bald vorbei, muss man ja sagen, ne? Also. Ja, das stimmt. So ultra lange würde man dann auch nicht mehr benötigen. Nö. Ihr seid ja auch gut unterwegs, ne? Ja, wir geben ja alles, ne? Also, wenn der Maschierer sein Fahrzeug fährt, dann fährt's auch richtig. Wobei, ich hatte heute auch schon das Problem, ne? Nach der Folge, wo ich runtergefallen bin, habe ich nicht mehr fahren können. Da habe ich Maschierer einsteigen lassen und dann hat er gesagt, da ist die Handbremse drin. Ich hab's, wurde nicht angezeigt bei mir. Wir haben eher das Problem mit unserem Drescher ein bisschen gehabt, dass der manche Sachen gedroschen hat. Okay. Ja. Ja, ganz komisch auf alle Fälle. So ein bisschen spooky. Kurios. Naja, was willst du da machen? Gut. Ihr habt wieder ein paar Ballen gemacht, habe ich gesehen. Ja. Klee oder Silage? Ganz normal Silage. Achso, ja. Ach ja. Sind wir mal gespannt. Aber dadurch, dass ja der Preis ist ja aktuell nicht so berauschend. Also wir haben jetzt gerade nochmal vorher, Anfang der Aufnahmesession, 4 Ladungen für 670 verkauft, ne? Das habe ich gesehen. Also das waren 64.000 pro Ladung. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Ladepreis so... Das, also da haben wir gesagt, den nehmen wir mit, weil ob ich jetzt eine Folge früher oder später anfange zu roten, ist gerade egal. Ja. Nee, ich leg's mir einfach erstmal auf die Halde. Warte, darf man mal allgemein fragen, was habt ihr denn da für Vereinbarungen mit den Erdfrüchten, mit Paul und mit Marc? Oder nutzt ihr nur das Fahrzeug von denen? Ich glaube, wir benutzen eigentlich nur das Fahrzeug. Wir hatten uns nur den Ruder quasi zusammen gekauft. Ah, okay, deswegen. Hatte er jetzt eigentlich den Ruder, den wir uns gemeinsam gekauft haben, den hat er schon gut geschrieben, ne? Den hat er schon gut geschrieben, ja. Ich wollte eigentlich in der Folge machen, aber da war der Paul schneller. Ich habe mich schon gewundert. Ich sag mal, wir beide waren uns nicht mehr so ganz sicher, ob jetzt schon drauf war oder nicht, weil... Ich hab tatsächlich auch die letzte Folge nochmal aufgemacht, wegen dem Kontostand schauen. Genau, weil wir hatten, glaube ich, 25.000 knapp. Ja. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ja, gut. Ja. Wenn irgendwas ist, ne, Jungs, wir haben immer ein offenes Ohr für euch, nicht wie andere. Gut. Oh, gerne. Danke, ich hört mir gerne.
Oder auch wenn ihr mal was braucht oder irgendwas, einfach Bescheid sagen. Hm? Jo. Würden wir gerne auf euch zukommen. Ja, vielleicht nicht in die Drecksarbeiten, aber das wäre schön. Nee. Ja, weißt du. Ja, ich hab mir persönlich so 3 Folgen angeguckt, da wurde Hackschnitzel mit sehr viel Druck verarbeitet. Alter, das war aber auch eine Scheiße, du. Das kann ich dir sagen. Bah! Ja, Holz ist nicht so. Nee, Holz ist nicht so optimal. Nicht aber so berauschend. Für uns ist die Geschichte erledigt. Wir haben 100.000 Liter Hackschnitzel und damit passt das. Genau. Das war ja. Wir haben das halt optimal gelöst, dieses Regenfenster, weil wir konnten nichts anderes machen. Und da war bisher schon ein bisschen gefrustet, weil eigentlich liegt genug Arbeit rum, aber du kannst nichts machen. Und dann noch diese Holzproblematik mit diesem idiotischen Jens. Bah! Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Kannst schon mal planen, in 2 Tagen kommt wieder Regen. Ja, das ist die Frage, was wir da machen. Vielleicht Gras mit der Hand wenden und dann hoffen, dass Heu draus wird. Das haben die Würstchen einhängen. Obwohl, das ist ja das Makabre am LS. Man kann ja wirklich bei Regen kann man ja wirklich Heu wenden. Ja, eben. Das ist irgendwie so ein bisschen. Vorsicht, Ballentransport. Vorsicht, heiß und fertig. Ja, jetzt wird's kuschelig hier. Komm, alles klar, kommst du durch, passt. Muss halt ja, das passt schon. Aber bei uns sind am Hof. Oben, ja, wir sind hier im Waldstück da. Da ist Platz nicht so wirklich vorhanden. Nee, habe ich schon gesehen in euren Folgen, ja. Aber Ron, du klingst diese Woche wieder sehr, sehr motiviert, muss ich sagen. Du, ich bin eigentlich immer motiviert. Ich bin eigentlich immer motiviert. Du hast ab und zu so ein Loch drin, bin ich der Meinung. Ohne das jetzt negativ zu meinen. Vom Mikrofon her, meinst du? Nein. Von der allgemeinen Stimmung. Ja, das kann schon sein. Ich glaube, das hat aber jeder Mensch. Ja, das ist richtig. Ich bin halt nicht so, ich kann das nicht so verbergen und ich will da auch keinem was vorspielen. Nein, wie gesagt, nicht ist, geht, ist auch nicht negativ nicht gut, gemeint. Wie gesagt, das ist halt. Wenn ich jemanden zusammenschreiben will, dann mache ich das auch, kein Problem. Ja, das tue ich auch, ne? Ja. Aber ich sehe wirklich jetzt momentan sehr positiv, auch wenn es zwar nicht so alles so happy ist, wie es sein könnte. Ja, gut, ja. Aber ich sehe es trotzdem positiv. Ja gut, muss man ja, ne? Weil Kopf ins Sand stecken, hat doch niemand was gebracht. Das ist richtig. Ihr könntet beim Gras aufsammeln und fressen ein bisschen ordentlicher sein, ne? Ja, könnten wir. Irgendwie bei euch am Hof liegt irgendwie noch die Hälfte vom Gras rum. Das wird sich eh bald erledigen. Wir machen jetzt nämlich die nächste Runde rein Gras mit dem Ladewagen. Und da geht dann einiges mit. Ja, kannst du wohl schon mal einen Ladewagen kaufen. Ja, ich kaufe dann gleich mal einen. Was ist denn der Größe, den du haben kannst? Ja, groß brauche ich nicht unbedingt. Der Schultermarker, das ist der, ich glaube, ein Dreiachser, glaube ich. Achso, ja. Passen 56 Kubikmeter rein. Lol, das ist gut. Also wenn du noch hochstockst. Ich weiß nur nicht, ob man mit dem hier noch um irgendeine Ecke kommt. Ja, dann lassen wir die Ecken liegen, wie jetzt auch. Nee, ich meine eher so straßentechnisch. Achso, ja gut, das müssen wir uns anschauen. Ja, der ist schon. Der sieht im Shop kleiner aus, als er wirklich ist. Ja. Wir haben uns tatsächlich auch ernsthaft umgeschaut, ob noch ein Hof rum ist, so ein größerer, ne? Aber ist nichts mehr da. Weil langsam, also unseren Roder, für den haben wir keinen Abstellplatz, weil ist alles zu niedrig, die ganzen Garagen. Also wie gesagt, ich schlage ja immer noch vor, lass das Ganze zusammenschmeißen, wir kaufen einen von den anderen einfach auf. Dann haben wir wenigstens eine Abstellfläche. Ja, ich habe schon Uwe angeboten, eine Million, ne? Aber wollte er nicht. Oh, wollte er nicht? Nee, er hat gesagt, für den Hof kannst du nehmen, aber der Hof ist 300.000 wert, was soll ich mit dem Hof, weißt du? Und die haben ja eine imaginäre Vorstellung, was die 2 wert sind, das ist ja Wahnsinn. Aber das, glaube ich, würde jedem gleich gehen. Wir reden ja da über modernen Menschenhandel. Nein, wir reden über fixe Arbeitsplätze. Ach so, meinst du das? Ja, das stimmt. Du musst es anders sehen. Ja, okay. Ja, aber gute Angestellte kosten nur mal Geld. Ja, klar. Das ist leider so. Das ist so. Dafür sind die aber auch effektiv. Ja, wobei ich nicht sagen möchte, dass Menschen, die wo geringere Verdienste haben, deswegen schlecht arbeiten. Das möchte ich definitiv nicht sagen. Nein, das ist jetzt auch falsch, prinzipiell. Aber sich künstlich jetzt den Preis auszudenken, den man auf alle Fälle nicht wert ist, das ist auch übel. Ja, das ist vielleicht auch nicht die feine englische Art. Nee. Aber muss ich dir recht geben. Also wenn ich jetzt theoretisch ein Hilfsarbeiter bin, weil es einfach so ist, dann kann ich kein Doktorgehalt verlangen, weißt du? Ganz klar. Das ist halt einfach so.
Aber hey. Ja. Oh, bei mir hat's geklingelt. Ich gehe mal runter. Geht Simon, willst runter, du mitgehen? Ne? Jo. Ich wünsche euch was. Bis später. Tschüss. Liebe Leute, damit sind wir auch schon wieder fertig für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis am Morgen, bis Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.